Hallo, ich bin Benny und ich befinde mich gerade vor dem Sitz der Tierfreunde Münster auf Empfehlung meiner Bekannten hin, um mal Ausschau zu halten nach einem Kaninchen. Und ich stehe hier mit Frau Juncker, der ersten Vereinsvorsitzenden der Tierfreunde. Vielleicht können Sie kurz erzählen, wer die Tierfreunde überhaupt sind und was sie so machen. Ja, also wir sind ein Tierschutzverein, die Tierfreunde Münster Tierschutzverein e.V. nennen wir uns. Das Verein ist 1983 gegründet worden und wir haben jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir ein Tierheim auch haben. Und das haben wir vor 15 Jahren geschafft. Wir haben hier das Grundstück gekauft und unsere Besonderheit ist einfach, dass wir nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern arbeiten. Das heißt, keiner kriegt hier Geld, sondern alles fließt sozusagen zum Wohle der Tiere. Und wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf Kleintiere. Wir haben jede Menge Kaninchen hier. Ja, das ist doch toll. Dann können wir direkt reingehen und ich schaue mir mal die Tiere an. Alles klar, komm mal mit. Danke. Ja, jetzt habe ich auch schon ein Kaninchen in die Hand gedrückt bekommen. Wer ist es denn und woher kommt er? Also sie heißt Pearl, ist 6 Jahre alt und war bis jetzt immer nur in Innenhaltung. Pearl hat ihren Partner verloren und war schon ein paar Monate alleine. Und die Leute wussten nicht, sollen die weitermachen mit Kaninchenhaltung oder nicht. Und dann hat sich halt das so ergeben, dass wir gesagt haben, wir haben einen Platz und wir haben das Tier aufgenommen. Woher würde denn zum Beispiel so ein Kaninchen jetzt kommen? Also woher stammen die Tiere, die hier vermittelt werden? Ja. Also wir bekommen nur Abgabetiere. Das heißt, Tiere, die abgegeben werden sollen, weil der Partner gestorben ist und die Leute nicht weitermachen wollen oder die Leute einfach keine Lust mehr haben. Das kommt auch immer wieder vor. Und dann werden die Tiere einfach bei uns abgegeben. Und wie funktioniert Ihre Vermittlung? Also könnte man jetzt einfach vorbeikommen, sich ein Tier angucken und direkt mitnehmen? Oder? Eigentlich nicht. Es ist so, dass wir natürlich die beste Unterbringung für unsere Tiere suchen. Das heißt, auch bei Kaninchen zum Beispiel muss gewährleistet werden, dass die Kaninchen immer rausgehen können. Kaninchen sind Lauftiere und deswegen müssen die auch ein bisschen mehr Platz haben. Bei Meerschweinchen oder Chinchilla oder Mäuse ist natürlich die Vermittlung anders, weil die Unterbringungsmöglichkeiten anders sind. Ja. Mhm. Und es findet aber auf jeden Fall ein Gespräch statt, dass man einfach weiß, was brauchen die Leute, was wünschen sie sich für ein Tier. Das muss alles bedacht werden, sonst kommen die Tiere einfach zurück, wenn es nicht passt. Mhm. Und deswegen ist auch bei Kaninchen oder bei Kleintier eine Beratung notwendig. Also wenn ich jetzt tatsächlich Interesse an einem netten Kaninchen wie Pearl habe, wie geht es dann jetzt hier mit mir, Ihnen und Pearl weiter? Pearl ist ja im Moment alleine. Kaninchen sollten aber nie alleine bleiben. Das heißt, wenn Sie Interesse an Pearl haben, dann würden wir erst einmal Pearl mit einem Böckchen vergesellschaften, so nennen wir das, und dann, wenn die sich gut verstehen, dann melden wir uns bei Ihnen und dann können die beide gemeinsam ausziehen. Dann wäre es das schon oder gibt es noch eine Art Nachbetreuungsprogramm oder etwas? Also wir stehen auf jeden Fall jederzeit zur Verfügung. Das heißt, auch wenn nach 2 Monaten Probleme gibt, können Sie sich immer bei uns melden. Wir gucken und wir kommen auch bei Ihnen vorbei, wenn es dann Probleme gibt. Ist ja kein Problem. Also wir stehen weiterhin zur Verfügung. Welche Möglichkeiten gäbe es denn für Freiwillige, bei Ihnen aktiv zu werden? Also wie gesagt, wir arbeiten nur mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Das heißt, es gibt immer ein kleines Vorstellungsgespräch, wo man einfach alles sehen kann, was im Tierheim
zu tun ist und ob dass Sympathie einfach so, so weit in Ordnung ist, dass man sich gut vorstellen kann, zusammenzuarbeiten. Und dann wird man in den verschiedenen Bereiche eingearbeitet und dann steigt man voll ein. Toll, dann danke ich Ihnen recht herzlich für den heutigen Tag. Ja, bitte gern geschehen. Ja, das war's dann auch schon mit unserem heutigen Besuch bei den Tierfreunden Münster. Und ich freue mich drauf, demnächst wiederzukommen.